Ja, so oder so ähnlich bin ich hier die letzten 8 Tage rumgelaufen oder 8 Tage am Stück rumgelaufen. Und warum? Das erzähle ich euch jetzt. Hallo Leute und willkommen hier bei Meerbuckets. Nein, das hier ist keine Dekadenz, sondern der Test für eine 40 € Smartwatch. Und zwar die rechte hier, die Vigorun Smartwatch. Ja, die habe ich jetzt hier über eine Woche lang parallel zu meiner Apple Watch getragen. Allerdings nicht an einem Handgelenk, sondern an jedem Handgelenk eine. Dann sieht es nicht ganz so merkwürdig aus. Und habe die ganzen Dinger mal ein bisschen verglichen. Wobei, ich weiß, Freunde, für den Preis einer Apple Watch kann man sich 11 bis 12 Stück von diesen Vigorant Smartwatches hier kaufen. Aber dennoch, ich muss ja irgendwas zum Vergleichen haben. Und meine Erwartungen, ich ziehe das Ding mal eben kurz aus. Meine Erwartungen, die waren echt gering und sie wurden übertroffen. So viel kann ich schon mal sagen, Freunde. Im Jahr 2019 bekommt man selbst für 14 € eine Smartwatch, mit der man etwas anfangen kann. Ja, also wir fangen direkt mal an und zwar mit dem Offensichtlichen. Wir haben hier ein Farbdisplay. Und das Display hat eine Größe oder eine Diagonale von 1,3 Zoll, ist also jetzt hier nicht das allergrößte, aber es reicht, damit man hier alles Nötige sehen kann. Ja, auch die Nachrichten. Und es ist völlig ausreichend. Also für das Nötigste ist das mit 1,3 Zoll hier echt gut. Und ihr seht auch, ich habe hier jetzt mein Studioscheinwerferlicht hier an und das Ding ist hell. Man kann es also auch gut draußen ablesen. Man kann hier die Helligkeitsstufen einstellen. Das geht hier über, wo hatte ich es denn gehabt? Über die Settings, hier unten Einstellungen. Und dann könnt ihr hier abdimmen. Das ist die dunkelste Stufe, die mittlere Stufe und dann ist das hier die maximale Helligkeit. Und die ist wirklich ordentlich hell. Damit kann man auch bei direktem Sonnenlicht immer noch was erkennen hier auf dem Display. Hier im Vergleich mal zur Apple Watch, ihr seht beides sehr hell und gut erkennbar. Also das Display, das fand ich überraschend gut. Auch hier der Touch, der wird gut registriert, wenn man hier drüber wischt. Das funktioniert alles und ja, es läuft natürlich nicht so smooth und glatt, wie man das jetzt von teuren Geräten her kennt. Das muss man natürlich wissen. Ihr seht, es sieht ein bisschen ruckelig aus, aber es funktioniert und hat mich zu keiner Zeit irgendwie frustriert zurückgelassen, weil hier keine Eingaben oder die falschen Eingaben registriert wurden. Irgendwie sowas. Nee, das hat immer gepasst für mich. Wir können auch hier den Display-Hintergrund ein klein bisschen anpassen. Ihr seht, ich habe hier so ein Watchface und wir gehen mal in die Einstellungen. Ich zeige euch, welche man hier wählen kann. Es sind wirklich nicht allzu viele. Das ist die Nummer 1, für die habe ich mich entschieden. Dann gibt es die Nummer 2 noch, ja, so ein kleines weihnachtliches Motiv. Und die Nummer 3, ja, ein ziemlich abgespacedes Watchface, so Doctor Who-mäßig mit, ja, verkrümmten Zahlen, das hat mir nicht so gut gefallen, deswegen switche ich nochmal zurück. Leider eben nur 3 Stück, da kann man nichts erweitern. Nee, stopp, ein 4. war es ja auch noch. Ein Blumenmotiv, aber wie gesagt, eben nur 4 Stück und das hier finde ich da am besten abzulesen und am praktischsten. Verbunden wird das Ganze natürlich auch mit dem Smartphone. Ihr seht hier oben schon das Symbol über, na, jetzt ist es wieder weg, über Bluetooth, also Bluetooth 5.0. Damit erfolgt die Kopplung hier zur Smartphone-App und die zeige ich euch später nochmal. Und nur mal so viel vorab, die Verbindung Smartwatch zum Smartphone, sehr gut. Also ich hatte nicht einmal in meiner Woche, wo ich das permanent getragen habe, das Problem, dass die Bluetooth-Verbindung abgerissen ist oder irgendwie sowas in der Art, dass nicht synchronisiert werden konnte, gar nichts. Also das Display ist klein, funktioniert gut, wird hell genug, feine Sache. Kommen wir mal zu den Funktionen der Smartwatch. Wenn ich herüber wische, seht ihr, wir haben natürlich die Herzfrequenzmessung. Die kann man hier starten. Da wird auch in regelmäßigen Abständen über den Tag verteilt immer wieder die Herzfrequenz gemessen. Auf der Rückseite finden wir den Sensor dafür, also 2 grüne Lichtchen und in der Mitte der Sensor, der dann erfasst, wie schnell das Blut durch eure Adern fließt und dadurch wird dann eben die Herzfrequenz ermittelt. Kennt man ja schon, diese Sensoren. Und das funktioniert ja überraschend gut. Also ich hatte hier so im direkten Vergleich, wenn ich hier mal gemessen habe von der Apple Watch und dann hier die Messung von der Smartwatch, von der Vigorun, dann hatte ich da ja natürlich so ein bisschen Unterschiede. Aber ich sag mal, so im Bereich von 10% haben die sich bewegt und ja, doch, kann man gebrauchen, den Herzfrequenzmesser. Der ist echt schon ganz gut. Dann kann man natürlich hier nochmal seine Aktivitäten tracken. Laufen, gehen, was haben wir sonst noch? Radfahren, zu Fuß gehen, damit ist wohl eher Wandern gemeint, laut dem Bild, Bergsteigen, Laufband, Fahrrad, Indoor, Yoga und das war's. Die Geschichten kann man tracken und ich habe das dann halt hier mit dem Gehen und Laufen hauptsächlich gemacht.
Ihr seht, man startet das Ganze dann. Es gibt natürlich kein GPS, also hier wird kein Weg aufgezeichnet. Am Beginn gibt es eine ordentliche Vibration. Hier ist ein netter kleiner Vibrationsmotor eingebaut. Dann wird hier eben angezeigt Pulsmessung und zurückgelegte Zeit, Kilometer und so weiter. Ihr könnt dann hier noch durchwischen, verbrannte Kalorien, die gemachten Schritte, die Geschwindigkeit kann einem angezeigt werden und man kann auch noch die Musik steuern auf seinem Smartphone. Das ist auch eine gute Sache und es hat alles funktioniert, Freunde. Auch hier die Entfernungsmessung. Ich habe hier natürlich parallel mit der Apple Watch immer das getrackt, habe dann verglichen und die waren, ja, es gab so, sage ich mal, vielleicht bei einem Spaziergang von 4-5 Kilometern habe ich eine Varianz gehabt von also 600-800 Metern. Das war auch völlig im Rahmen, kann man gebrauchen. Und ich habe jetzt hier nochmal auf die Seitentaste gedrückt. Das ist nämlich die einzigste Taste. Keine Krone zum Drehen, nur eine Taste zum Drücken. Und auch die muss man drücken, denn hier das Display reagiert nicht auf Touch, wenn es aus ist. Also Seitentaste drücken und dann kann ich über Seitentaste gedrückt halten. Dann auch hier mein Training abschließen. Ja, hier sagt er, Training war zu kurz, werden nicht gespeichert, die Daten. Aber ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Also, wir haben Sport, Herzfrequenz. Wir können natürlich auch hier einen Wecker dann stellen. Ganz klar, wir können hier entspannen. Das ist auch ein Feature. Also, das nennt sich ja bei Apple dieses Ein- und Ausatmen. Und genau das haben sie hier eben auch kopiert. Da ist dann jetzt hier Einatmen angesagt. Tief einatmen. Und dann gibt es immer eine Vibration. Und dann vibriert es jetzt wieder zum Ausatmen. Und ja, ist eine Spielerei. Und, na, was haben wir denn noch? Die Musiksteuerung, wir können einen Timer einstellen. Sportanmeldung, ihr seht, dort können wir sehen, was hier alles so gemacht wurde, welche Trainings absolviert wurden bereits. Und dann in den Einstellungen gibt es dann nochmal die Möglichkeit, das Watchface auszuwählen, die Helligkeit und ein paar Infos zu sehen. Und das war es dann auch schon auf der Seite. Gehen wir nochmal zurück, wir wischen in die andere Richtung, können dort nochmal hier den Pulsmesser, Echtzeit-Herzmessung ein- und ausschalten. Wir können hier den Ruhemodus aktivieren. Wir können hier, was haben wir, das aktivieren, dass beim Armheben eben das Display automatisch dann auch aktiviert wird oder eben nicht. Wenn wir von oben nach unten streichen, kommen wir in unsere Notifications, denn ihr empfangt natürlich auch hier von eurem Smartphone Mitteilungen, sei das SMS, WeChat, WhatsApp und so weiter und so fort. Und das könnt ihr euch dann alles hier anschauen, löschen, aber wir können nicht auf die Nachrichten antworten, sondern die werden eben nur angezeigt. Aber das hat sehr zuverlässig funktioniert bei mir. Wenn wir nochmal nach unten wischen oder von unten nach oben, dann sehen wir die aktuell gemachten Schritte des Tages, können nochmal sehen die zurückgelegte Strecke, die verbrannten Kalorien und dann eine Wochenübersicht. Das ist auch eine ganz praktische Geschichte. Auf den Button drücken und wir sind dann wieder zurück. So, das waren die Funktionen jetzt, die man hier an der Smartwatch sich anschauen kann. Und jetzt nochmal zu der Funktion Armheben, um das Display zu aktivieren. Das war früher, gerade bei den günstigen Geräten, immer so ein Knackpunkt, hat immer sehr schlecht funktioniert. Dann hat man hier so ruckartig seinen Arm immer rumgerissen in der Hoffnung, dass das klappt. Aber das ist hier nicht der Fall. Das klappt hier jedes Mal. Wobei, es gibt natürlich eine Verzögerung. Also man hebt den Arm und dann dauert es dann 21, so 2-3 Sekunden, bis das Ding angeht. Aber es geht an. Und das finde ich echt gut, dass es wirklich zuverlässig angeht, weil es gibt nichts, was mich früher immer mehr genervt hat, wenn ich dann hier die günstigen Fitness-Tracker hatte. Arm gehoben, er zeigt nichts an und dann muss ich wieder drücken. Und das hat er nicht. Also das hat auch echt gut geklappt. Dann nochmal hier zum mitgelieferten Band. Das ist so ein Silikonband. Das ist völlig in Ordnung, aber man kann es auch leicht auswechseln. Ihr seht, das ist so Standard. Was war das? 42 mm, glaube ich. So ein Band. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall Standard. Kann man hier ganz leicht auswechseln. Schieber nach hinten ziehen und dann kann man das Band hier rausmachen und ein neues Band dann eben einsetzen. So ein standardmäßiges, ja, Uhrenarmband eben. Also ganz nett, dass man das so machen kann. Ich lasse es jetzt mal ab. Und dann schauen wir uns nochmal die Smartphone-App an, Freunde. Das ist ja ein alter Bekannter für mich. Ich schwenke mal eben ein bisschen um. Und zwar ist das eine App, die ich bereits früher kannte. Das ist die VeriFit Pro App. Und die ist in Ordnung. Doch, kann man sagen, die ist echt schon in Ordnung. Man bekommt hier einen guten Überblick. Ihr seht, hier oben wird gerade synchronisiert. Jedes Mal, wenn man die App startet, synchronisiert die sich dann hier mit der Uhr. Und da ich heute noch nicht viel gemacht habe, gehe ich mal auf einen Tag zurück. Ihr seht, ja, hier an dem Tag, da ging noch was. Schauen wir uns mal die Werte an. Wir bekommen hier eine Übersicht über die gemachten Schritte. 9378.
Ich sehe hier mein Sportziel, das habe ich eingestellt auf 10.000, also 93% habe ich da erreicht. Ich sehe meine verbrauchten Kalorien, die Kilometer, die ich gemacht habe, die Aktivitätsdauer, die ich gemacht habe, hier Trainings, die ich absolviert habe. Man sieht auch seinen Schlaf, hier ist auch ein Schlaftracker drin, denn die Uhr hat eine phänomenale Akkulaufzeit, kann ich echt nicht anders sagen. Ich habe die nach einer Woche immer noch nicht leer bekommen und der Hersteller gibt an, 10 Tage Akkulaufzeit. Also 7, 8, 9 Tage, ich kann es absolut bestätigen. Die Akkulaufzeit ist echt prima hier von der Smartwatch. Hands down, super Ding. Also da kann die Apple Watch überhaupt nicht mithalten. Wobei, das ist ein Vergleich von, passt überhaupt gar nicht. Aber 10 Tage kann man hiermit hinbekommen. Und wie gesagt, der Schlaf, der wird dann auch noch gleichzeitig analysiert, wenn man sie abends anhat. Die Uhr, das finde ich prima. Ihr habt hier nochmal ja, den Schlaf, den ihr euch am liebsten gönnen würdet. Könnt ihr euch hier nochmal einstellen. Dann seht ihr auch, ob ihr guten Tiefschlaf hattet, leichten Schlaf, Wachphasen und so weiter. Ihr könnt euch anschauen, wie war denn hier meine Herzfrequenz über den Tag verteilt, Ruhepuls, maximale Herzfrequenz, all diese Geschichten, die man so kennt. Und das kann man sich natürlich auch hier schön nochmal anschauen in Charts, in der Wochenübersicht, Monatsübersicht und so weiter und so fort. Also die App, ich muss sagen, die ist gut. Und die verschiedenen Einstellungen vom Gerät, welche Notifications jetzt hier geschickt werden sollen, auch das kann man alles hier noch in der App dann entsprechend einstellen. Also ich finde, die ist gut, die kann man gut benutzen, man bekommt eine schöne Übersicht über seine ganzen Geschichten und bietet eigentlich das, was man heutzutage von so einer Fitness, sage ich mal, Gesundheits-App erwartet. Das hat die VeriFit Pro App. Und damit möchte ich dann auch schon fast zum Fazit kommen, aber eine Sache noch, nach 10 Tagen ja, muss man die Uhr dann dennoch aufladen, aber das klappt echt gut und einfach, haben sie schön gelöst, hier gibt es das Käbelchen, hier ist der Ladeanschluss, das Ganze ist magnetisch gelöst, hier auf der Rückseite haben wir die Kontakte und dann wird das einfach hier dran gestöpselt, schwupps. Und dann lädt die Uhr auf und das Ding, das hält auch stabil, also braucht man keine Angst haben, dass das leicht abgeht und wenn sie fertig ist, einfach nochmal abziehen, ansonsten draufpacken an die Kontakte und gut ist, also auch das schön gelöst. Insgesamt ist die Vigoran-Uhr hier echt eine sehr positive Überraschung für mich. Also ich bin beeindruckt, was man hier für 40 Euro bekommen kann. Wer einfach nur eine rudimentäre Smartwatch haben will, ein bisschen seine Fitness tracken möchte, Benachrichtigungen bekommen will und vielleicht auch mal eine Uhr immer noch am Handgelenk hat, um die Uhrzeit angezeigt zu bekommen, macht's. Das ist eine gute Uhr, kann man echt nicht anders sagen. Ordentliche Akkulaufzeit, die Funktionen funktionieren alle gut genug, die Bedienung klappt gut. Also ich bin echt positiv beeindruckt. Und vor allem, ja auch hier die Optik finde ich, von Weitem könnte man ja fast denken, man hätte eine Apple Watch. Hier sieht man natürlich das kleinere Display und alles ist nur aus Kunststoff natürlich hier, kein Metallgehäuse, alles kunststoffmäßig verarbeitet, aber ordentlich verarbeitet und ihr seht, ich habe hier auch keine Kratzer, keine Macken in der Zeit reinbekommen, auch im Display sind keine Kratzer und keine Macken drin, also alles gut an der Front und sie ist auch schön leicht. So Leute, das war also mein Test zur Vigoran Smartwatch, hier ist nochmal die Packung, wenn man die auspackt, kommt die hier in so einer schönen kleinen Verpackung an und für 40 Euro ist das ein guter Kauf. Also, wenn du rudimentäre Smartwatch brauchst, ohne hier Bling Bling und Prestige-Faktor, der kann hier getrost zugreifen, Freunde. Für 40 Euro bekommt ihr was Ordentliches. Ich habe es getestet, kann es euch empfehlen und deswegen packe ich den Link hier unten in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr die gerne mal bestellen und selbst kaufen. So, ich mache jetzt hier nochmal das Band rein und dann wäre es das auch gewesen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut! Ha! Geschafft!